psychowissenschaftliche Grenzgebiete. Die Seele mit einem Nachtrag aus Menetekel der Jahrgänge 1956 bis 1975 mit dem Thema Einführung und Vorwort des Herausgebers Teil 1. Der nachfolgende Text zum Thema wurde im Medialen Friedenskreis Berlin, MFK, einer christlich-spiritualistischen Gemeinschaft in den Jahren 1956 bis 1975 medial empfangen. Die Durchgaben sind Bestandteile des Menetekels, einer etwa 4500 DIN A4-Seiten umfassenden 20-jährigen Protokollsammlung, die neu gegliedert wurde. Alle medialen Durchgaben wurden in ihrer Originalität belassen, auch dann, wenn sich Fragen in ähnlicher Form wiederholten. Die Arbeit der beiden Schreibmedien Monika Manuela Speer und Uwe Speer begann im Alter von 15 Jahren bzw. 17 Jahren. Die Gesamtarbeit des MFK, das Menetekel und die 21 Durchgaben der Raumbrüder gehört zu den absoluten Glanzlichtern grenzwissenschaftlicher Forschung. Oft wurde versucht, den MFK zu kopieren, doch dessen Qualität und Durchhaltevermögen wurde nie wieder erreicht. Eine Vervielfältigung der Texte ist ausdrücklich erwünscht und unterliegt keiner Beschränkung. Vorwort des Herausgebers. Die Seele ist ein unsichtbares Fluid von großer Energie, das unserem materiellen Körper einverleibt ist. Dieses Fluid ist den elektromagnetischen Wellen ähnlich. Die Seelenschwingungen sind von perpetueller Natur, das heißt, sie sind von ununterbrochener Dauer, mit einem Wort gesagt, ewig. Die Seele schwingt auch noch nach dem physischen Tod weiter, sie ist göttlich und damit unzerstörbar. Würde sich die Seele nach dem Tode auflösen, so könnte dies auch mit Gott geschehen. Aber Gott ist ewig und darum ist es die menschliche Seele auch. Denn ihm zum Bilde wurde der Mensch geschaffen, was nichts mit der materiellen Form zu tun hat. Die Seele ist das Bewusstsein und enthält die Vernunft, den Willen, die Denkkraft, alle Gefühle und Sinne. Es gibt starke und schwache Seelen, entwickelte und unentwickelte Seelen. Auch die Seele ist empfindlich und kann krank werden, doch sterben kann sie niemals. Die Seele ist immateriell und untersteht nicht den Gesetzen der Materie, die sich auflösen kann. Selbst Feuer vermag ihr nichts anzuhaben. Es ist wichtig, die Funktionen der Seele genau zu kennen, um zu wissen, welche Aufgaben die Seele hinsichtlich des beigefügten Körpers zu erfüllen hat. Herbert Viktor Speer, Leiter des Medialen Friedenskreises Berlin. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Einführung und Vorwort des Herausgebers, Ende Teil 1.
die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten Kapitel 1 Teil 2. Frage. Lieber Argon, wir möchten wissen, ob in der Endstation der Sphären die Seele in Gott eingeht. Argon, in Gott direkt geht keiner ein. Er steht allein da, unfassbar groß und allgegenwärtig. Es ist nicht das höchste Ziel des Menschen, eins zu werden mit Gott. Das höchste Ziel des Menschen ist ein Platz an Gottes Thron und zu dienen und zu dienen, ewig, aus Freude und aus Liebe zu Gott. Es gibt ja so unendlich viele Aufgaben. Ich weiß, der Gedanke an die Ewigkeit hat etwas Bedrückendes an sich. Ihr glaubt ganz unbewusst, ihr müsstet ermüden, es müsste doch einmal endgültig Schluss sein. Diesen Schluss gibt es nicht und ein Ermüden gibt es auch nicht, denn die Seele ist frei, sie kennt nicht die Schwächen des materiellen Körpers, auf den sie sonst angewiesen wäre. Sie lebt nicht von materiellen Dingen, von Nahrungsmitteln. Sie kennt nur eine einzige Nahrung, kosmische Kraft, und diese Kraft ist immer da, unversiegbar. Sie kommt von Gott. Aber trotzdem, ihr werdet all dies in seiner ganzen Bedeutung nie ganz verstehen können. Bis zu dem vollen Verständnis ist noch ein ziemlich weiter Weg. Ich will euch etwas verraten. Nach menschlicher Rechnung ungefähr kommt alle 100 Jahre eine einzelne Seele oder höchstens zwei an Gottes Thron. So viele haben die hohe Leiter, welche zu Gott führt, fast erstiegen und sie ermüdeten, sie besaßen keine Ausdauer, sie fielen ab. Auch die meisten Seelen wollen die Gottes, die Himmelsleiter gar nicht so hoch ersteigen. Sie wollen, ihr werdet es kaum glauben, reinkarniert werden, möglichst auf einem schönen Planeten, versehen mit einem schönen Körper und Intellekt und in günstigen Lebensverhältnisse. Ja, viele geben sich große Mühe hier im Jenseits, um sich verdient zu machen, um in ansehnlicher Gestalt auf einem Planeten herumspazieren zu können. Sie sagen alle einmütig dasselbe: Ich werde mich hüten, der Sünde zu verfallen und den Tod, ich meine die Todesart, fürchte ich nicht. Nur möchte ich wieder Fleisch sein, um fleischlich lieben zu können und mit körperlicher Müdigkeit schlafen. Frage: Wann nimmt bei der Menschwerdung, also bei der Entwicklung des Embryos, die neue Seele den Kontakt mit dem werdenden Kind auf? Anasta: Ungefähr 5 Minuten vor dem Austritt aus dem Mutterleib. Die anderen Bewegungen des Kindes sind reflektorischer Natur. Das Kind ist ja mit der Mutter direkt verbunden. Frage: Dann wäre Tötung im Mutterleib keine Tötung? Anasta: Nicht ganz so. Tötet eine Mutter ein Kind im Leib, so verursacht sie einen Einbruch in ihre eigene Seele. Die Tragweite bekommt sie erst zu spüren, wenn sie im Jenseits ist. Frage: Was ist die Folge der geistigen Knechtschaft? Argun: Man kann viele Folgen der geistigen Knechtschaft zuschreiben. Um einen Vergleich anzuführen:
Es ist schon geistige Knechtschaft, wenn die Wissenschaftler aufgrund ihrer materiellen Weltanschauung, aufgrund ihres Wissens glauben, Gott ablehnen zu müssen, ja, sogar glauben, ihn verfolgen zu müssen. Das allein ist ein starkes Beispiel geistiger Knechtschaft. Der Mensch könnte sich diese Antworten allein geben, wenn der letzte Schleier irdischen materiellen Denkens von ihm genommen ist. Nun, es liegt am Menschen selbst in erster Linie, die Schleier von sich zu nehmen, welche seine klaren, objektiven und präzisen Gedanken verhüllen. Der erste Schleier heißt Unglaube. Der zweite Schleier heißt Zweifel. Frage: Ist die Aura, die auch den physischen Körper umgibt, das ewige Kleid der Seele? Argun: Ja, mein Freund, die Aura umgibt die Seele. Sie ist jedoch nicht das ewige Kleid, sondern sie ist eine Art Heiligenschein. Nach der Größe der Aura kann man die Seele auf Kilometer beurteilen, ob sie gut oder durchschnittlich ist. Schlechte Seelen gibt es nicht, nur verwirrte. Frage: Kann es sein, dass im Tiefschlaf die Seele des Menschen an Belehrungen im Jenseits teilnimmt? Argun: Oh ja. Die Seele eines irdischen Menschen reist oft im Tiefschlaf zu uns in unsere Sphären, in tiefe und höhere, und vergisst das Erlebte noch vor dem Erwachen. Gott legt dem Menschen im Tiefschlaf manche Prüfung auf. Frage: Ist der Geist unsterblich? Antwort: Mein Freund, Geist und Seele kann man nicht voneinander trennen, sie gehören zusammen, deshalb ist beides unsterblich. Man trennt diese beiden Begriffe nur deswegen, weil man Geist auch Intelligenz nennt und die Seele Empfindung. Gast: Es wurde uns gesagt, dass viele Okkultisten der Ansicht sind, dass die Zarentochter Anastasia sich eines anderen Körpers bemächtigt hat. Stimmt das? Argun: Ja, das stimmt. Gast: Deshalb sind unsere Lichtboten dieser Frage wohl damals ausgewichen. Gehört es zur Blasphemie, in Klammern, Gotteslästerung? Argun: Ja. Wiederholte Frage des Gastes: Gibt es viele Fälle, dass eine Seele, die schon im Jenseits ist, von einem anderen Körper Besitz ergreift? Argun: Mehr als ihr glaubt. Frage: Dann würden die Menschen dazugehören, die an bestimmten Bewusstseinsstörungen leiden, die sich plötzlich an ihr bisheriges Leben nicht mehr erinnern können, so dass sie nicht wissen, wer sie sind? Argun: Ja, auch Somnambulismus. Leiter: Dann hätte mir das damals auch passieren können, als ich meinen Astralkörper ausschickte, dass ich eine andere Seele meines Körpers bemächtigt hätte. Siehe dazu die Broschüre »Die große Begegnung«. Jetzt ist mir auch klar, warum mir damals gesagt wurde, dass mein Körper durch einen Engel bewacht wird. Argun:
Es ist häufig so, dass eine Seele, welche ein schlechtes Gewissen hat und reinkarniert werden soll, fürchtet, karmisch bestraft zu werden durch einen hässlichen Leib, sich nun eine sensitive Person aussucht, deren Körper ihr zusagt. Frage: Wäre das dann ein Fall von Besessenheit? Argun: Sie haben nicht immer die Absicht, mit dem neuen Leib Böses zu tun. Nein, aber es soll nicht sein. Gott ist oft mild bei seiner Bestrafung. Doch wehe demjenigen, der einen fremden Leib benutzt zu schlechten Taten und ihn nach der Tat verlässt. Wehe der armen Seele, die nach der von ihr nicht begangenen Tat in ihren Körper zurückfindet. Sie muss das auslöffeln, was eine andere Seele verübt hat. Es gibt viele Fälle dieser Art, doch der so übel mitgespielten Seele wird nach ihrem irdischen Ableben Gott sehr nahe sein. Frage: Gibt es als Gegenstück zur Rassenseele auch aktive Rassenstrahlung? Argon: Ja, die Frage ist vernünftig. Es gibt Rassenstrahlung unbedingt, aber keine edle Seele im Jenseits würde sich daran stoßen. Frage: Wir kommen noch einmal auf den Fall Anastasia zurück, welche von dem sterbenden Körper der Lorenz Besitz ergriffen haben soll. Wer entscheidet über die Erscheinungsform? Ist es die Seele oder die Materie, die zum Körper gestaltet ist? Wir sprechen von der Möglichkeit, wenn der Körper vom Astralleib vorübergehend verlassen wird, sich ein Vagant oder eine umherirrende Seele dieses Körpers bemächtigen kann und dass der zum Leben Erwachende, mit fremdem Geist Behaftete unter Umständen büßen muss für das Fremde, das in seinem Körper eingedrungen ist. Das sind Dinge, die uns schwer belasten, wenn wir darüber nachdenken. Argun: Der Geist der erschossenen Anastasia bemächtigte sich des Körpers der Lorenz, deren Seele aus dem Körper verdrängt wurde, jedoch nicht hundertprozentig. Es blieb etwas zurück. Sie war noch fluidisch mit dem ihr von Gott am Tage ihrer Geburt gegebenen Leibe verbunden und versuchte permanent wieder von ihrem Eigentum, also ihrem rechtmäßigen Körper, Gebrauch zu machen. Es gelang ihr zum Teil. Jedoch die Seele der echten Anastasia ist robuster, ich möchte sagen, die Konstitution der Seele ist robuster. Daher konnte sie sich behaupten. Hinzu kommt bei diesem Fall die Ähnlichkeit und sonstige Voraussetzungen, welche bei der Lorenz vorhanden waren und diese Seelenverrückung begünstigten. Nun möchtet ihr wohl gerne wissen, wie es vor sich geht, wenn die Seele bei der Geburt des Menschen vom frisch geborenen Besitz ergreift. Denke dir eine Maschine, welche genau auf deine Gedanken reagiert und somit jeden deiner gedanklich gegebenen Befehle ausführt. Noch steht die Maschine ruhig da. Es ist alles vorhanden, sie ist technisch vollendet, jedoch fehlen die gedanklichen Befehle. Doch dann drückst du auf einen Knopf und in diesem Augenblick ist die Maschine voll eingeschaltet. Sie saugt Gedanken auf und handelt. Frage: Ihr sagtet einmal, dass ihr durch eure Augen sehen könnt und fühlt wie wir.
Ist dieses geistige Sehen nach vorn gerichtet oder wird der ganze Raum zur gleichen Zeit erfasst? Argun, wir können den ganzen Raum erfassen, das heißt, wenn wir uns genügend konzentrieren. Wir können jedoch unsere geistigen Augen auch auf einen einzigen Punkt richten. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten Kapitel 1 Ende Teil 2. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Die Beschaffenheit der Seele von Herbert Viktor Speer, Teil 3. Die Seele ist ein unsichtbares Fluid von großer Energie, das unserem materiellen Körper einverleibt ist. Dieses Fluid ist den elektromagnetischen Wellen ähnlich. Die Seelenschwingungen sind von perpetueller Natur, das heißt, sie sind von ununterbrochener Dauer, mit einem Wort gesagt, ewig. Die Seele schwingt auch noch nach dem physischen Tod weiter. Sie ist göttlich und damit unzerstörbar. Würde sich die Seele nach dem Tode auflösen, so könnte dies auch mit Gott geschehen. Aber Gott ist ewig und darum ist es die menschliche Seele auch. Denn ihm zum Bilde wurde der Mensch geschaffen, was nichts mit der materiellen Form zu tun hat. Die Seele ist das Bewusstsein und enthält die Vernunft, den Willen, die Denkkraft, alle Gefühle und Sinne. Es gibt starke und schwache Seelen, entwickelte und unentwickelte Seelen. Auch die Seele ist empfindlich und kann krank werden, doch sterben kann sie niemals. Die Seele ist immateriell und untersteht nicht den Gesetzen der Materie, die sich auflösen kann. Selbst Feuer vermag ihr nichts anzuhaben. Es ist wichtig, die Funktionen der Seele genau zu kennen, um zu wissen, welche Aufgaben die Seele hinsichtlich des beigefügten Körpers zu erfüllen hat. Um dieses Verhältnis zum Körper herauszustellen, sei erwähnt, dass der Körper eine materielle Nachbildung der Seele ist. Jedes Organ, jedes Glied des Körpers entspricht genau der Beschaffenheit der Seele und ist mit dieser ganz eng verbunden. Das unsichtbare Fluid, der sogenannte Astralkörper der Seele, hat den ganzen materiellen Körper durchdrängt, durchflutet. Es ist ein bedauerlicher Irrtum anzunehmen, dass der Sitz der Seele im Gehirn liegt. Das Gehirn ist in seiner Funktion einem Relais ähnlich und ist die höchste Kontroll- und Schaltstation über den gesamten materiellen Organismus. Im Gehirn liegt jedoch der Teil der Seele, in welchem sich die Wahrnehmungen abspielen, wo unsere Gedanken arbeiten. Der Mensch gelangt nach seinem Tode ziemlich schnell wieder zum vollen Bewusstsein und behält alle Sinne, doch diese arbeiten mehr oder weniger stark, je nach seiner irdischen geistigen Vorbereitung. Sehr materiell denkende, selbstsüchtige Menschen büßen viel an Sinnestätigkeit ein. Sie sind gewissermaßen sinnlich
krank, so wie manche Menschen auf Erden blind oder gehörlos sind. Diese Sinneseinschränkung wirkt sich als Strafe aus. Es dauert sehr lange, bis die betroffene Seele von diesem Übel befreit wird. Auch die Taubheit ist ein sehr großes Übel, das sich im Jenseitsleben ganz besonders auswirkt, denn die astrale Verständigung ist von großer Wichtigkeit. Im Jenseits fehlen gewisse Verständigungsmittel, welche wir hier auf Erden haben. Taubsein ist gleichzeitig im Jenseits eine Ausschaltung der Telepathie. Hochentwickelte, selbstlose Menschen mit gutem Gottglauben und festen Charakterzügen sind in dieser Hinsicht viel besser dran. Je höher und fortgeschrittener die geistige Beschaffenheit ist, umso besser arbeiten die Sinne, ja, sie können überscharf werden und die irdische Sinnestätigkeit sehr, sehr weit übertreffen. Es gibt Fälle, dass höhere Geistwesen im Jenseits durch die Materie sehen können. Andere dagegen sind stockblind. Mancher Mensch auf Erden, der unter uns weilt, würde sich hüten, gottlos zu sein, wenn er wüsste, dass ihn mit Sicherheit die Dunkelheit, in Klammern geistige Blindheit, erwartet. In guten spiritualistischen Zirkeln offenbart sich immer wieder das entsetzliche Elend, von dem jene Seelen betroffen sind, welche umhertasten und schließlich sich selbst und das ganze Universum verfluchen, weil es ihnen so schlecht geht. Doch sie haben ihr Unglück selbst verschuldet. Christus machte auf Erden Blinde sehend. Christus allein kann die Blinden im Jenseits sehend machen, doch diese müssen ihm die Liebe bewiesen haben. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema »Die Beschaffenheit der Seele« von Herbert Viktor Speer, Ende Teil 3. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten, Kapitel 2, Teil 4. Argun, ich will euch das Verhältnis zwischen Seele und Körper erklären. Stellt euch vor, ihr besitzt ein Auto, mit dem ihr noch nicht lange fahrt, und es gefällt euch aufgrund seines guten Aussehens und besonders wegen seiner Leistungsfähigkeit. Mit diesem Auto fahrt ihr nun schon sehr lange, es nutzt sich dabei ab. Nur ihr selbst, die ihr das Auto lenkt, nicht. Hättet ihr, nachdem das Auto schrottfähig wäre, noch Interesse damit zu fahren? Bestimmt nicht. Wenn man einen neuen Wagen bekommen könnte, würde man den alten verschrotten lassen und den alten dann auch bald vergessen, in der Freude über den neuen Wagen. Frage: Warum wird ein alter Mensch in vielen Fällen kindisch? Argun: Ihr wollt links herumfahren und das Auto fährt weiter geradeaus. Ihr hupt und das Gehupe ist kaum noch zu hören. Ihr drückt das Gaspedal und es bleibt drin und die Bremse funktioniert nicht. Die Seele in einem alten, verbrauchten Kleid möchte für jemand verständlich etwas
zum Ausdruck bringen. Doch sie kann das nur über das Relais, also über das Gehirn und über das Werkzeug Mund. Was nun, wenn das Relais nicht funktioniert und den von der Seele gegebenen Befehl falsch weiterleitet an den Mund? So kommt etwas ganz anderes heraus, als beabsichtigt war. Einwurf. Es ist vorgekommen, dass Menschen in ihrer Sterbestunde geistig wieder ganz klar wurden, obwohl sie vorher geistesgestört waren. Später stellte man fest, dass das Gehirn schon völlig in Auflösung war. Argun. Dann hatte sich die Seele schon vom Gehirnrelais so weit abgesetzt, dass man vom Astralzustand reden kann. In diesem Fall war der sterbende Körper Medium der eigenen Seele. Frage: Unser Hund ist durch eine Stromschiene verunglückt. Was wird aus der Tierseele? Argun, mein liebes Kind, eine Tierseele, wenn sie gut ist, lebt in den Sphären, wo Licht und Sonne ist. Deshalb, mein Kind, sei bitte nicht traurig. Auch bei uns gibt es viele, viele Tiere. Sie sind unsere Freunde wie bei euch. Sie gehören mit in das Reich Gottes. Doch eine Tierseele verschwindet bei uns nach 7 Jahren, weil es beim Tier Instinkt und Charakter sind, nicht wie beim Menschen. Tiere haben durch Gottes Gnade die Fähigkeit, große Gefahren zu wittern. Sie sind deshalb des Menschen Freund, weil sie ihn lieben und dafür ihr eigenes Leben riskieren. Wir sind alle Tierfreunde mehr als irdische Menschen. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten Kapitel 2 Ende Teil 4. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema: Die menschliche Seele hat viele geistige Türen, von Herbert Viktor Speer, Teil 5. Die natürlichste Art zu leben besteht darin, mit dem Kosmos verbunden zu sein. Wer sich von den kosmischen, das heißt geistigen Kräften losreißt, der entfernt sich damit von der leitenden göttlichen Intelligenz. Selbst die dem Menschen zur Seite befohlenen Schutzpatrone können nicht wirksam werden, wenn der auf Erden lebende Mensch durch sein geistiges Verhalten die Türen zu seinem eigentlichen Ich zuschlägt. Auf diese Weise kann sich der Mensch gegen kosmische Einflüsse jeder Art sperren. Ja, er kann sich so weit verschließen, dass selbst die kosmische, in Klammern solare, Lebenskraft verhindert wird und der betreffende Mensch nicht mehr lebensfähig ist. In diesem Verhalten der menschlichen Seele liegt das größte Geheimnis des Lebens. Sofern zum Beispiel ein Mensch krank ist, kann er selbst mit ärztlicher Kunst nicht genesen, wenn er sich gegen die kosmische Kraft sperrt, welche gerade für sein Leben eine geistige Medizin bedeutet. Ebenso kann ein in dieser Hinsicht aufgeschlossener Mensch alle Kraft aufnehmen und im Zusammenwirken mit der ärztlichen Erfahrung sehr schnell
gesunden. Es ist viel zu wenig beachtet worden, dass hinter oder über dem Menschen gewaltige, intelligente Kräfte herrschen, welche für den Menschen Tod oder Leben bedeuten. Ein guter Seelenarzt vermag fast mehr als eine hochwertige Medizin. Hier liegt das Geheimnis der geistigen Heilung, das heißt, die geistigen Türen können so weit geöffnet werden, dass Gottes direkte Hilfe einströmen kann. Es ist eine sehr dankbare Aufgabe zu erforschen, auf welche Weise die vielen geistigen Türen im Menschen aufgeschlossen oder gesperrt werden können. Dies zu ergründen ist der eigentliche Zweck und Sinn der gesamten Psychologie. Man spricht zuweilen von einem aufgeschlossenen Menschen. Ein solcher Mensch hat eine oder mehrere geistige Türen geöffnet, welche zu seiner Seele führen. Er kann eine bestimmte Wahrheit oder ein ganz bestimmtes Wissen oder eine unsichtbare Kraft in sich hineinlassen. Wie er das hineingelangte Wissen, die Wahrheit oder die geistige Kraft weiter verwendet, ist seine eigene Sache. Er kann alles zum Guten oder auch zum Bösen anwenden und verarbeiten. Mitunter braucht der Mensch ein geistiges Kabel, um die Himmelskräfte aufzunehmen. Ein solches Kabel kann ein hochsensibler Mensch sein, in Klammern, Medium, Mittler. Die vielen geistigen Heiler, speziell in England und Brasilien, sind solche geistigen Kabel, welche an einen Menschen zur Unterstützung angeschlossen werden können, weil deren geistige Türen manchmal schwer zu öffnen sind. Es können aber auch negative, böse Kräfte auf die gleiche Weise in ein Seelensystem einströmen. Um dies zu verhindern, hilft am besten der Glaube, das Wissen und Ahnen um die göttlichen Kräfte sowie eine hohe Achtung vor diesen Elementarkräften sind eine fast bedingungslose Voraussetzung. Jedem Menschen ist es möglich, die reine Gotteskraft zu empfangen und für Seele und Körper zu verwenden, sofern er in andächtiger Meditation seine geistigen Türen öffnet. Die Kraft bleibt immer dieselbe, doch wie diese vom Menschen verarbeitet wird, hängt dann ganz von ihm selbst ab. In dieser Weise kann sich ein Mensch, ja selbst ein gutes Medium, gegen wirkliche Wahrheiten sperren, oder es kann sehr leicht vorkommen, dass Lügen einen Durchgang finden. Sofern ein Medium gegen eine bestimmte Geistesrichtung, gegen eine Theorie oder gegen eine Wahrheit eine persönliche Abneigung empfindet, die zu einem Vorurteil führt, dann ist es selbst den intelligenten, jenseitigen Wesenheiten unmöglich, etwas in dieser Richtung über das Medium durchzugeben. Das Medium bleibt in dieser Hinsicht absolut gesperrt. Das trifft selbst bei den stärksten und bedeutendsten Medien zu und ist auch bei anderen Menschen möglich. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema: Die menschliche Seele hat viele geistige Türen. Ende Teil 5. Die
Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten Kapitel 3 Teil 6. Frage: Kann die menschliche Seele in Bezug auf ihre geistige Entwicklung an der sie umgebenden Aura erkannt werden? Argun: Ja, das ist durchaus der Fall. Ihr könnt euch merken, Lichtboten strahlen eine blaue Aura aus, besonders über dem Kopf. Diese Aura hat einen gelben Rand. Lichtträger leuchtend orange. Schlechte, das heißt kranke Seelen leuchten auch, aber ohne Kopfaura. Das Medium hier hat zum Beispiel in der Aura einen dunkelblauen Fleck in der Herzgegend, woran wir sofort erkennen, dass es ein göttlich geschütztes Medium ist. Ihr Geistfreunde hier im Zirkel habt einen Lichtfleck am Hals, auch das ist schon ein gutes Zeichen der geistigen Erweckung. Doch Objektivität kann auf Erden niemals voll erlangt werden. Nur als Geist ist das möglich. Wir kennen bei uns in unserem Reich keine schlechten Seelen, denn es gibt nur kranke und unwissende oder verirrte Seelen, außer denen, die bereits im Licht sind. Nichts ist unbrauchbar. Es lohnt sich immer, auch bei den allerschlimmsten Fällen. Wir geben niemals die Hoffnung auf und Gott stärkt uns in allen Fällen, sofern wir fest an ihn glauben. Wer neu in unser Reich kommt, der findet sich zunächst allein nicht zurecht, darum muss ihm geholfen werden. Wir müssen ihn führen, sonst irrt er umher. Doch sehr schlimm ist es mit jenen, die nicht sehen können. Das sind jene Seelen, welche auf Erden keine Nächstenliebe kannten, sondern sich selbst liebten. Leiter: Ich kann mir denken, dass wir in allen Zirkeln nur eine einzige Frage auf dem Herzen haben können, und zwar Entwicklung, unsere eigene und die aller unserer Mitmenschen. Argun: Dem pflichten wir bei. Unbedingt. Frage: Was könnt ihr uns über den Seelenspiegel sagen? Argun: Seelenspiegel der irdischen Menschen sind die Augen. Ihr könnt das an einem Experiment feststellen. Voraussetzung ist, dass ihr einen geübten Blick habt und ihr sensitiv genug seid, richtig urteilen zu können. Nehmt das Porträtbild eines Bekannten oder meinetwegen auch eines Fremden und seht euch sein ganzes Gesicht an und fragt euch, was es euch sagt. Dann deckt alle Partien ab und betrachtet nur die Augen und fragt euch wieder, was sagen mir die Augen? Dann deckt auch die Augen ab und betrachtet den Mund. Stimmt euer Urteil über den Augenausdruck nicht mit dem Ausdruck des Mundes überein, so habt ihr das Porträt eines unharmonischen, unausgeglichenen Menschen vor euch. Aber seid vorsichtig in eurem Urteil. Juli 1958. Frage: Hast du eine Erklärung für die Stimme des Blutes? Argun: Ja, es ist tatsächlich ein Band, das die Seele mit der Materie verbindet. Die Materie arbeitet mit der Seele in diesem Punkte zusammen, so dass das freie Gefühl spürbar wird. Bei der Reinkarnation einer Seele wird diese möglichst an ein Elternpaar herangeführt, das in allen Anlagen möglichst
wesensgleich ist. Frage: Besteht zwischen den Seelen ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis? Argun: Ja, gewiss, aus früheren Inkarnationen. November 1958. Frage: Bedürfen unsere jenseitigen Freunde einer Nahrung? Argun: Nein, das nicht mehr, weil uns die Materie fehlt. Jahrgang 1959. Frage: Hat jeder Mensch ein Dual? Argun: Ja, mein Sohn, das Dual brauchst du hier nicht zu finden, das kannst du in der anderen Welt treffen. Mancher glaubte es gefunden zu haben und ist dann später bitter enttäuscht. Wenn du aber spürst, dass du mit einem anderen Menschen harmonisierst, dass eure Ansichten übereinstimmen, so kannst du ruhig Acht geben. Frage: Welchen Einfluss haben elektrische Kurzwellen auf die Seele? Argun: Mitunter einen sehr guten Einfluss. Sie erleichtern die Seele, machen sie von manchem Ballast frei, das heißt, sie reinigen. Doch schlechte Luft hat einen sehr schlechten Einfluss, besonders auf die Seele. Wir im Jenseits sind sehr geruchsempfindlich. September 1959. Frage: Wir wurden darum gebeten, euch die Frage vorzulegen, wie Irrlichter entstehen. Argun: Bei den Irrlichtern handelt es sich um erdgebundene Seelen. Es gibt so viele davon, wie ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Diese Seelen versuchen sich zu materialisieren, wozu ihnen das Moor einen guten Stoff gibt. Es gibt aber auch Seelen, welche hell leuchten, um den anderen Seelen einen Weg zu zeigen. Mitunter handelt es sich nämlich um Seelen, die im Moor ein Verbrechen begangen haben oder einem solchen zum Opfer gefallen sind. Die irrlichternden Seelen bevorzugen das Moor, weil sie dort auch besser von der übrigen Erdsphäre abgeschlossen sind. Die Sphäre in den Mooren ist dunkel, sie entspricht ganz den dortigen Seelen. Frage: Besteht die Gefahr, dass ein Erdenmensch durch die irrlichternden Seelen überfallen wird? Argun: Ja, sofern diese Menschen eine geistige Tür offen halten. Wer am Bösen Gefallen findet, wird überfallen. Frage: Was sind geistige Türen? Aredos: Es sind unselige Leidenschaften und Charakterzüge, zum Beispiel Hass, Machtgier, Geltungsbedürfnis, Neid, Egoismus, Sadismus sowie alle Manien, Wahnvorstellungen, Fanatismus und so weiter. Argun: Für alle diese negativen Eigenschaften ist der Mensch persönlich verantwortlich. Er zieht damit sehr leicht jenseitige Seelen an, die nicht besser, sondern noch schlechter sind. Hier wird der negative Mensch von einem unsichtbaren Unheil bedroht, das er leider meistens nicht ahnt noch kennt. Diese unseligen Eigenschaften gehören zur Individualität der Seele und werden darum auch in unserem Reich bestraft. Vor dieser Strafe rettet euch kein Glaube. Januar 1960. Frage: Wir wissen, dass wir zuweilen während des Tiefschlafes unsere Seele in das Astralreich aussenden.
Leider ist es nur in sehr wenigen Fällen möglich, die Erinnerung daran in das Wachbewusstsein mitzubringen. Woran liegt das? Argun, es soll nicht sein, denn es sind dann Prüfungen und diese liegen nicht in eurem hiesigen Dasein. Ihr sollt gläubig sein, aber keine Grübler. Diese Menschen verlieren sich in der Fantasie und können eine Tatsache nicht von einer Träumerei unterscheiden. Sie werden somit unsicher oder sind so fanatisch, dass sie alles glauben. März 1960. Frage: Können jenseitige Seelen eine Art elektrischen Strom erzeugen, der von uns wahrzunehmen ist? Argun: Mit vereinten Kräften ist das durchaus möglich. Es kann sogar ein elektrischer Kurzschluss erzeugt werden, zum Beispiel durch eine Materialisation von Wasser in einer elektrischen Schaltung. Auf diese Weise kann unter Umständen ein Menschenleben vor einem Stromtod bewahrt werden, wenn noch genügend Zeit vorhanden ist. Wir erzeugen Stromimpulse und lenken diese durch unseren Willen. Frage: Ordnen sich im geistigen Reich die Seelen nach Konfessionen? Aredos: Weder die Rassen noch die Konfessionen können sich zu Gruppen ordnen. Gewiss, gleichgesinnte Seelen ziehen sich an, aber im Reiche Gottes gibt es nur eine wahre Religion, zu der alle Richtungen einmal hinziehen müssen. Alles ist immer in Bewegung. Der Katholik zum Beispiel hat die leichtere Möglichkeit zur Sünde, weil er sein belastetes Gewissen angeblich durch die Beichte erleichtern kann. Das Kirchendogma der Beichte gaukelt dem Menschen etwas vor, das ihm in unserem Reich einmal schwer zu schaffen machen muss. Jede Seele, jeder Mensch hat seine eigene Persönlichkeit und ist für diese selbst verantwortlich. Kein Priester hat die Macht noch die Befugnis, daran etwas zu ändern. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten Kapitel 3 Ende Teil 6. Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten Kapitel 4 Teil 7. Mai 1960. Frage: Wie entsteht das Heimweh? Argun: Das Heimweh ist eine seelische Empfindung, die mit der Materie gekoppelt ist. Das Heimweh besteht hauptsächlich aus Erinnerungen. Es tritt auf, wenn du dich nicht eingliedern kannst, denn du baust dir die Umgebung und deinen Freundeskreis auf und möchtest dich nicht davon trennen. Es ist ein großer Fehler, wenn man sich festklemmt, denn es schadet zumeist der Entwicklung. Nach dem Tode, in Anführungszeichen, ist die Erinnerung als Heimweh hindernd. Juni 1960. Frage: Warum verliert der Mensch fast immer die Erinnerung an seine Astralerlebnisse während des Schlafes? Argun:
Sie würden ihn nur belasten. Der Mensch käme damit schwer zurecht, denn er ist durch und durch ein Zweifler und somit käme er nicht mehr auf das richtige Gleis. Frage: Wie groß ist der Aktionsradius eines Astralkörpers, der von einem schlafenden Menschen aus dem Körper geschickt wird? Argon: Höchstens 1500 Meter, nicht weiter. Häufig beträgt die Entfernung 2 Meter, das ist schon hoch. In der Regel beträgt die Entfernung vom Kopf bis zum Fußende des Bettes oder bis zur Zimmertür. Der Astralkörper trennt sich in solchen Fällen von der Materie. Tibeter haben Ausnahmen erreicht, doch nur in äußerst seltenen Fällen, aber bewusst. Frage: Kann ein solcher Austritt auch durch eine Hypnose hervorgerufen werden? Argon: Wir lehnen solche Experimente ab. Frage: Wie kommt es, dass das hypnotisierte Medium dem Hypnotiseur so folgsam ist? Argon: Es steht unter einem anderen Einfluss. In diesem Zustand setzt das eigene Denken aus. Frage: Gibt es in eurem Reich so etwas wie die Hypnose oder Suggestion? Argon: Sie wird nicht erlaubt und daher nicht angewandt. Sie wäre möglich, aber sie wird nicht ausgeübt, auch nicht in den unteren Sphären. September 1960. Frage: Kann sich eine menschliche Seele aus einer tierischen Seele entwickeln oder auch zurückentwickeln, wie es der Buddhismus behauptet? Argun: Das ist ein großer Irrtum. So etwas ist ganz unmöglich. Wer so etwas behauptet, muss selbst ein buddhistischer Anhänger sein. Allerdings gibt es Menschen und Seelen, die den Tieren manchmal ähnlich sind. Dies liegt an der tierischen Einstellung der Seele, am Triebhaften. Frage: Könnt ihr uns etwas über die Zerebralschäden, in Klammern Gehirn, sagen? Argun: Es gibt unglaublich viele Menschen, welche Schäden dieser Art aufweisen, von denen ihr sagt, sie seien nicht recht bei Sinnen. Doch in den meisten Fällen haben diese Menschen zwar einen kranken Körper, aber dennoch eine gesunde Seele. Sie haben einen doppelten Kampf zu bestehen, nämlich ihre Seele und ihren kranken Körper zu behaupten. Durch die kranke Materie wird ihr Geist doppelt in Anspruch genommen. Das greift jedoch die Nerven an, welche die Zerebralfunktionen übernehmen müssen. Die Nerven sind die feinstoffliche Substanz des materiellen Körpers. Aus diesem Grunde erkranken die Nerven viel schneller als der grobstoffliche Körper. Das hat aber nichts mit der Seele zu tun, denn diese ist vollkommen selbstständig. Eine kranke Seele kann einen gesunden Körper haben. Ihr könnt es sofort unterscheiden, dass die Seele krank ist. Frage: Sollen wir daraus entnehmen, dass bei einem Gehirnschwund die Nerven gewisse Hirnfunktionen übernehmen können? Argun: Ja, das kommt vor, auch bei Wunderheilungen, in Anführungszeichen, können gewisse Nerven eine völlig neue Funktion übernehmen, zum Beispiel Sinnestätigkeit, in Klammern, Christus machte Blinde sehend. Frage:
ermöglichen die Zerebralschäden eine Besessenheit durch süchtige Seelen? Argon. Es kommt vor, dass süchtige Seelen gerne einen irdischen Körper besitzen möchten und sich in einen solchen einschleichen, aber nur, wenn sich eine Türe öffnet. Frage: Werden diese geistigen Türen dadurch geöffnet, dass man selbst auch in irgendeiner Form süchtig ist oder eine Manie besitzt? Argun: Nein, das ist nicht ausschlaggebend. Hauptsächlich geschieht es dadurch, dass man sich gehen bzw. treiben lässt. Wenn eine Seele in den Hintergrund tritt, so entsteht ein Platz, den eine andere Seele ausfüllen kann, die dann die Regie übernimmt. Anmerkung: Dieser Vorgang dürfte auch für den Trance-Zustand zutreffen. Frage: Wo befindet sich der tatsächliche Sitz der Seele in einem lebenden Körper? Argon: Über dem Plexus solaris, das heißt genau neben dem physischen Herzen. Darum fasst ihr bei allen seelischen Erregungen in die Herzgegend. Darum wird auch das Sonnengeflecht sofort erregt oder in Mitleidenschaft gezogen. Bei einem Schock oder Schreck wird euch die Luft abgeschnürt, weil die Seele vor der Aorta sitzt. Die Seele reagiert eher als der Körper. Frage: Ist die Seele an ein bestimmtes Organ gebunden? Argon: Ja, an das Gehirn. Mit diesem steht die Seele durch das Blut in Verbindung. Das Hirn ist Empfangs- und Sendestation zugleich und steht außerdem mit dem Kosmos in Verbindung. Das Blut enthält Blutelektronen hochmagnetischer Art. Dadurch stoßen sich die Blutkörperchen gegenseitig ab. Anmerkung: Wenn die elektrische Ladung entweicht, gerinnt das Blut. Frage: Die Schwierigkeiten in der Betrachtung der Seele liegen darin, dass wir die Seele nicht sehen können, während ihr die Seele und die Materie gut sehen könnt. Was können wir uns unter einer Seele vorstellen? Argun: Die Seele hat viel Ähnlichkeit mit einem Gedanken. Sie ist da und für euch doch nicht sichtbar, genau wie ein Gedanke. Unsere Seele hat jedoch die Funktionen der Materie nicht mehr zu registrieren und zu überwachen. In eurem Falle darf jedoch der Wille der Seele nicht unterschätzt werden. Er legt der Materie einen Zwang auf. Wir haben die direkten Wahrnehmungen, während ihr die indirekten habt. Frage: Hat die Seele eine individuelle Frequenz, das heißt einen Wellenbereich in Anführungszeichen, auf dem die Gedanken arbeiten? Argon: Jede Seele besitzt eine individuelle Schwingung, so wie die Fingerabdrücke bei jedem Menschen verschieden sind. Bei jeder Inkarnation arbeitet dieselbe Seele auf einer besonderen Schwingungsskala mit verhältnismäßig geringer Abweichung. Daher kommt es fast bei jedem Menschen vor, dass er erkennt, eine ähnliche Situation besonderer Art schon irgendwann einmal erlebt zu haben. Oktober 1960. Frage: Besteht auf unserer Erde hinsichtlich der herumwandelnden Geister in Klammern Seelen eine gewisse Überbevölkerung? Argun:
Es wandeln viele Seelen auf der Erde, aber es gibt ein Gesetz Gottes, das auch diesen Zustand regelt. Frage: Gibt es äußere, das heißt körperliche Merkmale, an denen wir die Art einer Seele erkennen können? Argun, ja. Das Auge wird nicht zu Unrecht als Spiegelbild der Seele bezeichnet. Das Auge zeigt deutlich das Positive und auch das Negative einer Seele und spricht ohne Worte. Die Farbe spielt keine Rolle, aber ein Blick. Frage: Kannst du uns den Unterschied zwischen Gefühl und Empfinden erklären? Argun: Was ihr in eurem Reich wahrnehmt, das nehmt ihr mit der organischen Materie wahr, aber auch gleichzeitig mit der Seele. Die Materie erfüllt und leitet dieses Gefühl an die Seele, die es empfindet. Damit ist gesagt, dass die Seele das innere Empfinden ist. So kann es vorkommen, dass die Seele ganz etwas anderes empfindet, als die Materie erfüllt hat. Zum Beispiel bei Farbenblindheit, falsche Beurteilung von heiß und kalt und so weiter. Hieran könnt ihr deutlich erkennen, dass die Seele etwas Selbstständiges ist, denn wenn der Körper krank ist, das heißt fehlerhaft arbeitet, so wird die Seele falsch unterrichtet und empfindet anders als wirklich vorhanden. Euer Gefühl verlässt sich nicht auf die Seele, denn wenn ihr eurem Empfinden nachgeht, so kommt ihr in eurer Beurteilung zu ganz anderen Ergebnissen. Eure Seele trügt nicht, doch sehr oft euer Körper. Frage: Wie können wir uns in der Zusammenarbeit zwischen Körper und Seele korrekter verhalten? Argun, indem ihr euch bewusst seid, dass das Empfinden auf der geistigen Ebene liegt, während das Gefühl zur materiellen Ebene gehört. Ihr müsst also mehr auf das Empfinden hören als auf das Gefühl, das euch täuschen kann. Eine abgestumpfte Seele hat auch ein abgestumpftes Empfinden und kennt daher keine Liebe und kein Mitleid. Die diesbezügliche Antwort durch Aredos. Nehmen wir einmal ein Beispiel. Ein Arzt untersucht die Nerven eines Patienten und fügt diesem einen Schmerz zu. Die Nerven, in Klammern Materie, fühlen diesen Schmerz und leiten ihn an die Seele weiter. Doch die Seele beschränkt sich nicht auf die Feststellung des Schmerzes, sondern sie empfindet diesen mit der seelischen Feststellung. Der Arzt hat dem Körper einen Schmerz zugefügt, den nicht er, sondern der gequälte Körper spürt. Damit ist ganz deutlich gesagt, dass die Nerven und die seelische Empfindung zwei getrennte Dinge sind, die nur miteinander zusammenarbeiten. Eine Sekretärin nimmt ein Diktat auf und liest es dem Chef vor. Damit kann nicht behauptet werden, dass die Sekretärin und der Chef eins sind. Sie arbeiten auch nur sinnvoll zusammen. Anmerkung: Diese Aussagen sind sehr wichtig für die Wissenschaft und widerlegen sehr einleuchtend den dialektischen Materialismus in Klammern Diamat. Die Seelen mit einem Nachtrag mit dem Thema Fragen und Antworten, Kapitel 4, Ende, Teil 7.